Die Zinsmärkte fangen plötzlich an, den Worten von US-Fed-Chef Jerome Powell Glauben zu schenken. Für wen ist das gut und für wen ist das ein Problem? Apple, Buffetts Lieblingsaktie, war im letzten Jahr perfekt dazu geeignet, Trendwenden am Aktienmarkt anzuzeigen. Und aktuell ist die Situation wieder spannend. KI-Aktien. Ich habe mal einen Kandidaten rausgesucht, eine der wenigen Aktien, die nicht schon völlig überteuert sind. Und Rio Tinto. Ich habe mal einen Chart gebaut, den Sie als Anteilseigner unbedingt kennen sollten. Und aktuell gibt es da eine bemerkenswerte Abweichung. Das sind meine heutigen Themen im Alpha-Check. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Alpha-Checks und vielen Dank für Ihre Abstimmung. Meine Güte, war das knapp und Sie haben mich überrascht. Also im Vorfeld tippe ich eigentlich immer so, auf was denn so Ihr Favorit sein wird. Und diesmal habe ich nicht gedacht, dass es Rio Tinto wird, aber ich freue mich, denn da gibt es schöne Sachen zu erzählen. Haben wir dann wieder zum Abschluss der Sendung. Und zunächst mal, als erstes Thema steige ich immer gerne mit irgendwas Gesamtmarktrelevantem ein. Und da habe ich heute mal wieder gedacht an die Apple-Aktie. Apple hatten wir ja schon mal vor ein paar Monaten hier vorgestellt und da gibt es einen ganz interessanten Zusammenhang. Den versuche ich Ihnen mal hier anhand von diesem Chart zu erläutern. Der sieht jetzt ein bisschen wild aus, aber Sie sehen eigentlich oben in den Candlesticks, das ist die Apple-Aktie und unten das Orange ist der S&P 500. Und jetzt seit dem Ende 2021 war es so, dass wenn ein ganz schlichter, einfacher Aufwärtstrend bei der Apple-Aktie gebrochen worden ist, also alle jeweils hier mit mehreren Auflagepunkten, wenn dieser Trend mal gebrochen worden ist, dann war das zuverlässig auch die Trendwende beim Gesamtmarkt, also beim S&P 500. Jetzt können wir sagen, naja, Apple ist auch die größte Aktie im Index, also ist ja klar, dass die immer miteinander einhergehen. Aber am Beispiel Apple konnte man das sehr schön anhand hier dieser einfachen Aufwärtstrends messen. Das war jetzt bei dem S&P 500 so nicht möglich. Also da wäre man zu anderen Ergebnissen gekommen, aber bei Apple immer wunderschön. Und jetzt gucken wir mal auf die aktuelle Situation und da sieht man, ich weiß nicht, sehen Sie das? Das wäre vielleicht sonst eine Frage und sagen, oh, den Chart kann ich so schlecht erkennen, dann kann man da vielleicht mal irgendwas mal dran ändern. Aber mit Freitag sind wir hier unter den aktuellen Aufwärtstrend runtergefallen. Würde bedeuten, dass wir hier zumindest mal ein Achtungssignal für den Gesamtmarkt haben. Und jetzt vielleicht noch zur Apple-Aktie selbst. Da hat sich meine Position eigentlich wenig geändert. Ich meine, jetzt hat ja vor kurzem Warren Buffett mal wieder offengelegt, dass er bei Apple sogar nachgekauft hat, nachdem die Aktie im letzten Jahr ziemlicher Underperformer zum Ende des Jahres war, aber dann gut in das neue Jahr tatsächlich auch gestartet ist. Und bei mir bleibt es dabei. Also wir stehen bei etwas über 150 Dollar, an die 160 Dollar und in diesem Jahr werden wohl ungefähr 6 Dollar je Aktie verdient. Wir laufen so auf ein KGV von 6 oder 27 raus, bei nach Erwartung über die nächsten Jahre durchschnittlich 7% Wachstum. So, auch wenn das Unternehmen eine Menge Cash vorhält, ein 27er KGV bei 7% Wachstum, trotz auch starker Marke, fehlt mir zumindest die Fantasie, wo denn da jetzt noch die großen Kurssprünge herkommen sollen, die uns dann nämlich in 30er, 40er KGV bringen sollten. Also ich bleibe dabei, für mich nicht die Top-Adresse, auch nicht unter den Tech-Titeln, die Apple-Aktie. Und jetzt kann man sich fragen mit dem Bild von vorhin, wie kommt es denn eigentlich, dass der Aufwärtstrend jetzt gebrochen worden ist bei Apple? Gibt es da irgendwas, was darauf hinweist? Und man muss sagen, ja, vor allem von einer Front her haben wir doch gewaltigen Beschuss für den Aktienmarkt, nämlich von den Zinsmärkten. Also ich habe Ihnen hier mal die Grafik mitgebracht, die zeigt den erwarteten US-Leitzinssatz im Verlauf der Zeit und das Ganze heute in grün und wie es vor einem knappen Monat gewesen ist. Und diese Kurve hat sich hier enorm, also gerade für die Zinsmärkte, enorm nach oben verschoben. Und die Grafik sagt nichts anderes, als dass man ja bis eigentlich vor ein paar Wochen davon ausgegangen war, dass der berühmte Fed-Pivot im frühen Sommer irgendwann kommt und von unterhalb von einem Niveau von 5% ausgeht. Und jetzt
hat der Markt in ziemlich kurzer Zeit seine Position ziemlich radikal geändert und sagt, dass die Wende jetzt erst so vielleicht im Herbst kommt oder im frühen Winter und bei einem Zinsstand von deutlich über 5% aus. Und also die Kurve auch danach bis zur terminalen Zinsrate, ganz in der Zukunft liegend, sind hier also die Zinsen gewaltig angestiegen. Und das hat Konsequenzen normalerweise für den Aktienmarkt. Denn je höher die Zinsen, umso weniger ist man bereit, hohe Multiple für die Aktien zu bezahlen. Also umso niedriger müssten die KGVs werden und umso niedriger also die Aktien. Und wenn man sich das mal tatsächlich anguckt, dann ist dieser Zusammenhang auch so. Also ich habe Ihnen jetzt hier mal die Realzinsen aus den USA hier mitgebracht und das KGV des Nasdaq 100. Damit das gut zusammenpasst, muss man eines hier invertieren, eine Achse. Das heißt also, je größer das KGV, umso weiter geht es hier runter auf dieser linken Achse. Ich hoffe, Sie kommen halbwegs mit, sonst stellen Sie eben auf Ihrem Rechner mal auf Pause und gucken sich das Bild mal näher an. Ist auf jeden Fall wert, denn wir sehen hier einen richtig starken, richtig schönen Zusammenhang dieser beiden Kurven. Und was haben wir jetzt zuletzt gesehen in den letzten Wochen? Na, die Zinsen sind wieder angestiegen. Und aber der Aktienmarkt, insbesondere auch die Tech-Aktien, die haben sich auch deutlich verteuert. Und das heißt, das KGV ist gestiegen. Und hier haben wir also jetzt eine Diskrepanz offen, die macht eigentlich Sorgen. Und sie macht in der Hinsicht Sorgen, dass eigentlich, also ein Markt irrt. Und eventuell ist es der Aktienmarkt und dann wäre eine Menge Korrekturpotenzial, muss man sagen. Gut, und jetzt können wir aber sagen, okay, gibt es denn aber vielleicht noch Aktien oder Branchen, die aber noch richtig gut laufen, die vielleicht was zum Anlegen wären? Und aktuell so das heißeste Eisen, was so am Markt besprochen wird, sind die künstliche Intelligenzaktien. Hier durch ChatGPT nochmal neu befeuert. Am Sonntag mache ich eine eigene Sendung zu dem Thema und habe vor allem eine Liste von Aktien zusammengestellt, die sich aus dem Sektor so bilden, auch mit ein paar Kennzahlen und was ich da selbst für gut halte. Wenn Sie wollen, können Sie sich den kostenlos runterladen auf meiner Seite. Und eine Aktie habe ich heute mal mitgebracht, die zumindest nicht ganz so überteuert ist aus meiner Sicht wie viele andere, nämlich Splunk. Splunk kommt der Name von Spelunking. Das ist wohl aus der Höhlenforschung und da geht es darum, um unstrukturierte Daten oder unbekannte Daten und dass man die auswertet und sie nutzbar macht. Und das ist für Unternehmen ja im digitalen Zeitalter immer wichtiger, die A zu verstehen und B für sich auch nutzbar zu machen, um einfach am Ende mehr zu verdienen. Und Splunk hilft hierbei und das Unternehmen soll jetzt in diesem Jahr den Sprung in die Gewinnzone schaffen. Da wird man dann knapp 2 Dollar verdienen und die Aktie selbst, wenn man ja noch sehen, steht über 100 Dollar. Das heißt, in dem Sinne auch hoch bewertet, aber Sie sehen, wie das Unternehmen nach den Schätzungen jetzt skalieren will. Also die Gewinne werden hier massiv steigen und dann ist das durchaus ein Kandidat, wo ich sagen würde, okay, da könnte das Verhältnis von Wachstum zu dem, was man heute bezahlt, noch stimmen. Grundsätzlich aber, muss ich sagen, ich kann diesen ganzen Boom, den es jetzt bei der KI gibt, zwar irgendwie verstehen, halte ihn aber nicht für besonders gesund. Also fast alle Aktien, die ich mir da angeguckt habe, die waren richtig sportlich bewertet, richtig teuer. Mit anderen Worten, es gibt die Gefahr, dass irgendwann auf diesen Boom auch mal wieder ein Bust folgt. So, noch ganz kurz den Blick aufs Blank. Also wer jetzt technisch rangehen wollte, der müsste eigentlich zu dem Schluss kommen, dass die Aktie jetzt nicht unbedingt ein Kauf ist. Also wir sind hier irgendwie nach wie vor im Abwärtstrend und zwar ging es jetzt wie in den letzten Wochen auch mit Splunk nach oben, aber übergeordnet. Also technisch ist das noch kein Kauf. Das war jetzt einfach ein Titel, wo ich gedacht habe, okay, der ist jetzt zumindest noch nicht so super teuer wie manch anderer. Ja, und damit sind wir schon beim letzten Wert für heute, nämlich Ihr Wunschkandidat Rio Tinto. Und ich lasse jetzt heute mal alles außen vor, was so in die Richtung geht. Umweltschäden beim Abbau des Ganzen, Kosten, die steigen, weil man ja immer ökologischer auch Rohstoffe gewinnen will.
was hängt da alles dran, inwiefern kann man die Kosten weitergeben und so weiter und so fort. Das heißt, das nehmen wir für heute, lassen wir es mal außen vor, und ich wollte Ihnen mal eine Grafik zeigen, die den Kurs zumindest sehr gut erklärt, da wo er steht. Dazu müssen wir uns mal angucken, in was macht Rio Tinto eigentlich. Und zwar, ich habe jetzt hier die letzten Ganzjahreszahlen, die ich gefunden habe, waren von 2021, ändern sich auch über die Jahre nicht so sehr. Und das größte Geschäftsfeld von Rio Tinto ist das Eisenerz, also der Abbau. Und gefolgt dann vom Aluminium. Also Eisenerz 22 Milliarden, ist also der Löwenanteil des Unternehmens Umsatzes. Und wenn man jetzt eigentlich ziemlich klar, dass die Geschäfte des Unternehmens ganz stark davon abhängen, wie hoch denn die Preise sind, die man für die abgebauten Rohstoffe bekommt. Jetzt bin ich mal recht einfach angegangen und habe mal diese beiden Kurse übereinander gelegt und habe jetzt so 2/3 Eisenerz genommen, weil es der größere Geschäftsanteil ist, und 1/3 Aluminium, und daraus dann eine Kursentwicklung gemacht. Und das Ergebnis ist die grüne Kurve, die Sie hier sehen. Und darüber gelegt dann die Rio Tinto Aktie. Und jetzt, selbst wenn Sie noch nicht auf Charts angeguckt haben, sollte Ihnen eine Sache auffallen, nämlich, meine Güte, ist das ein Zusammenhang. Also jetzt noch mal genauer, seit dem Jahr 2020 ist das ja so fast eine 1:1 Beziehung. Die jüngeren Anleger unter Ihnen würden vielleicht das Ganze betiteln als krasser Scheiß. Da lacht auch hier meine Kamerafrau. Und es ist tatsächlich bemerkenswert, dass man den Kurs jetzt so ziemlich gut eigentlich nachbauen kann. Und man könnte das natürlich noch verbessern, wenn man jetzt irgendwie noch Kupfer mit reinmalen würde und so weiter. Und für heute soll das aber mal reichen. Und dann gibt es nur eine Sache, die für die aktuelle Situation jetzt relevant wäre, nämlich wir haben eine Abweichung aktuell zwischen Aktie und Rohstoffkursen. Und zwar weicht die Aktie nach oben ab, bedeutet, in Relation zu dem, was die Verkaufspreise eigentlich aktuell wiedergeben sollten, ist die Aktie relativ teuer. Das heißt, von diesem Timing-Gesichtspunkt her würde ich die Aktie eigentlich eher kaufen wollen, wenn sie mal deutlich drunter liegt, wie jetzt hier zu dem Beispiel, ne, Corona-Panik. Da war aber die Diskrepanz ziemlich hoch zu dem, wo die Rohstoffkurse eigentlich standen. Das wäre ein schöner Kaufzeitpunkt, oder auch hier zwischendurch mal. Aktuell und rein aus diesem Ansatz her aber, ja, würde ich, wenn ich jetzt noch nicht investiert bin, würde ich, glaube ich, eher warten. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, man geht mal fundamental ran, aber ich denke, die ganzen Schätzungen, die wir hier haben, die hängen alle an den Kursen von den Rohstoffen. Das heißt, ein Stück weit ist das Makulatur. Und klar ist die Aktie jetzt mit einem KGV von rund 12 für dieses Jahr eher günstig, ist aber normal für ein Unternehmen, was nicht unbedingt wächst. Und der Markt, das sehen Sie hier, geht eher davon aus, dass die Rohstoffpreise wieder langsam nach unten tendieren. Also von dem her auch keine besondere Chance. Ja, das ist das, was ich Ihnen zum Unternehmen Rio Tinto sagen kann. Für die nächste Ausgabe in 2 Wochen haben Sie wieder die Chance abzustimmen. Ich würde mich freuen. Und wenn Sie möchten, dann heißt es also in 2 Wochen gleiche Stelle, gleiche Welle. Tschüss.